Und die Aufgabe geht weiter. Dann bleiben wir mal bei dieser Perspektive. Okay. Ja, ich bin's von Minecraft, was erzähle ich denn? Ich bin's von Skyrim so gewohnt und dachte ich mir, das Feeling läuft dann besser. Aber wenn du mir sagst, ist so das Bessere, dann höre ich doch gerne auf Hinweise. Ja, bin mal gespannt. Die Minimap ist toll. Ja, du, ich gucke mir das an. Meinungen zählen, natürlich. Und ich gucke es mir an, weil, ne? Psst, nee, Quatsch. Passt auf, dass niemand sonst diese Nachricht sieht. Nicht einmal unsere Kameraden kann man trauen. Wir müssen die Sache abblasen. Münzen sind nicht mehr wert unser Leben. Ihr habt doch noch nicht gesehen, dass ich gesehen habe. Doch, die sprechen davon, uns wieder heimzuschicken, damit wir die Sache zu Ende bringen. Aber glaubt mir, sie können gar nicht genug für das zahlen, was uns bevorsteht. Das Problem besteht darin, dass Räte in unseren Reihen über einige wahre Getreue verfügt. Sie werden uns töten, sollten wir versuchen, vorsichtig davon zu rennen. Aber ich habe einen Plan. Lena stellt die Truppen auf und plant die Route. Okay, genau. So, dann den Staubzimmer. Sollte diese Idee also so schlecht herausstellen, wie sie sich anhört, werden wir womöglich davon ausgehen, dass wir gestorben sind und nicht einmal nach uns suchen. Irgendwo findet sich immer eine Arbeit. Super, dann machen wir das so. Ah, kommt wer. Gibt es hier irgendwas? Kiste durchsuchen. Mate-Tee. Was bist du? Ah, danke. So. Durchsuch die Mine tiefer. Das steht da so nicht, ich weiß. Gut. Ich weiß nicht, ob das Schleichen wirklich was bringt im Moment, aber Tote gibt es hier genug. Ja, das MMO-Feeling kommt natürlich noch nicht so richtig auf, außer dass da ab und zu ja, andere Spieler auftauchen. Können wir da was anfangen? Ist da vielleicht irgendwas Geheimes? Nö. Nö. So, warum ist es denn da so? Okay. Da sollten wir vielleicht nicht. Ach komm, hör auf. Okay. Komm her. Danke. Oh, der ist stärker als ich. Immer gut. Können wir da einfach durch? Was auch immer. Das können wir gerne machen, sobald ich da ein bisschen. Warum brennt das? Was ist denn jetzt los? Ah ja, okay. Oh,
okay, ich habe morgen Nachtschicht. Deswegen darf ich heute noch sehr lange spielen. Okay, das ist toll, dass ich da Leute dabei habe. Ihr wollt euch freuen, dass euer Vorhaben perfekt läuft. Nun ja, vielleicht nicht perfekt, aber zumindest ganz gut. Die neue Lieferung Arbeiter kam gestern an. Ein träger Haufen und argwöhnig, doch die Ausführung ein paar mehr Traken brachte sie auf Trab. Das sollte keine ordentliche Ladung werden. Mist, wie heißt es noch? Gavros, er hat in den alten dätrischen Ruinen seinen Laden aufgemacht. Das... Na? Solltet ihr sehen, so viele Flaschen und Brenner habe ich zu meiner Zeit als Skoma-Händler nicht mehr gesehen. Es scheint, er meint Arbeit an einer Abwandlung der Formel. Vielleicht solltet ihr das mal mit ihm besprechen. Boss, die Luft in seinem Labor ist so dick wie die Moschelei. Morschelbrei meiner Großmutter, genau. Ja. So. Jetzt gucke ich mal gerade, wer stört. Kleinen Moment. Na. Na. Wo haben wir es denn? Ach Quatsch, wir gucken das anders. So, kleinen Moment. Oh, okay. Ja, ich habe gerade einen wichtigen Hinweis bekommen und sehe gerade, dass ich hier doch ziemlich falsch renne. Oh, jetzt bin ich allein. Das ist schlecht. Oh nein. So, allein töten die mich. Jawohl. Okay. Schlechte Idee. Oh nein. Fuck, ich will das nicht. Na? Nein, geh weg. Wo ist denn jetzt die Minimap? Hallo? Geh weg. Oh, fuck, wo ist denn die Minimap? Er geht weg. Haut ab. So. Da ist er doch gut. Na komm, ich will wieder fit sein. Oh nein. Na komm her. Vielleicht hin. Oh nee. Ja. Das sind zu viele. Ja Leute, wie soll das denn gehen? Das kann ich doch alleine gar nicht schaffen.
Ja, toll. Ja, ich weiß das. Unruhe. Warum kann der so viel Schaden machen? Nein. R. So, okay. Ist hier noch jemand? Nein. So. Na komm, schleichen bringt hier nichts. Da ist hier noch einer. Ach so, das ist ein Böser. 9 von 10 Malen haben die Zyniker recht. Alt werden ist kein Zuckerschlecken, aber die Alternative ist um einiges schlimmer. Sag mal, wieso kann ich dich nicht treffen? Sag mal. Dann warten wir mal ein bisschen, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, ich muss... nee, ne? Eigentlich ist das Quatsch. Da bräuchte ich vielleicht noch jemanden, der mit mir läuft. Oder können wir die irgendwie einzeln? Na, einzeln oder wen? Nee, was haben wir denn da? Hey! Alle schön einzeln. Es kann sein, dass das hier... Ah, da ist ja einer, aber der ist... lieber nicht, oder? Okay, der hat es irgendwie schon drauf als ich, ne? Oder? Hm.
Ich bin sehr still, ich weiß. Aber es ist ja auch, ne? Da waren wir ja schon. So, dann warten wir noch mal ein bisschen, weil, wie gesagt, Spiel ist ganz neu für mich. Ich kenne auch gar keine Mechanik. Ah, guck mal, was wir hier haben. Ja. Wo wollen wir hin? Wir müssen da oben hin. Ob das so gut ist? Ich glaube nicht. Also müssen wir den anderen Teil auch nochmal. Oh, geht nicht. Gut, hätte sein können, dass mal Kisten. Ah. Oh, gut. Gut. Da haben wir jemanden dabei. Ja.
Okay, und nu? Ich erkenne euch nicht. Es war ein schrecklicher Fehler, hierher zu kommen. Ja. Spürt ihr es schon? Die Kälte, die durch eure Adern strömt. Die Steifheit in euren Gelenken. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Nur noch eine Frage der Zeit. Was geht's denn? Was ist denn? Das habt ihr euch ehrlich noch nicht zusammengereimt? Dann seid ihr ja noch beschränkter als diese Steinunholde. Meister Retan brachte mich her, um einen dädrischen Text zu studieren. Eine Formel, die lebendes Fleisch in eine an Ebenerz erinnernde Substanz verwandeln kann. Keine exakte Übereinstimmung, aber dicht genug dran. Sowas in der Richtung. Aber ist das wichtig? Ich werde bald erstarrt sein. Schwarz wie Mitternacht. Eine Ware. Mehr nicht. Das verstehe ich. Ihr wollt mich ausrauben, schätze ich. Die Schriftrolle ist gleich dort drüben. Geht vorsichtig damit um. Reichtum hat immer seinen Preis. Aha. Keines. Nun, zumindest keines, das ich entdeckt hätte. Ich kann in aller Bescheidenheit behaupten, dass ich ein Heilmittel gefunden hätte, wenn es denn ein Heilmittel gäbe. Also aufgegeben. Ich schätze, ich könnte meine letzten Stunden mit der Suche nach einem Heilmittel vertändeln. Aber ich bin Alchemist, ein Dädrologe. Wir geben uns mit solchen Sachen wie Hoffnung nicht ab. Solchen Unsinn überlassen wir Priestern, Kindern und den Geisteskranken. Was? All diese Minenarbeiter fielen dem zum Opfer? Ach, erspart mir eure krude moralische Empörung. Sie waren Taugenichtse, Arbeiter, die zu ungebildet oder zu faul waren, um irgendwo anders Anstellung zu finden. Das hier dürfte der denkwürdigste Beitrag zu irgendetwas sein, den sie wahrscheinlich jemals hätten leisten können. Keine Reue? Nein. Ich würde euch auffordern, mich zu töten. Aber da ich ohnehin bald tot sein werde, ist das die Mühe nicht wert. Warum schert euch das überhaupt? Na schön. Ich habe die Formel verändert und aus dem flüssigen Gebräu einen Dampf gemacht. Er erwies sich als äußerst effektiv. Leider war es auch so gut wie unmöglich, ihn sicher zu verwahren. Infolgedessen nun das hier. Flasche leer. Sonst noch was? Nee, kann man da auch irgendwas looten?
Ist da noch was? Ah. Über die Apokryphen. Tadam. Ich wollte nicht springen. Da raus. Aufzugskammer. Na, gehen wir mal raus. Super. Ist ja gut. Ah ja. Oberes Stockwerk öffnen. Super. So, ich mach gleich meine kleine Pause. Ah, ich verstehe jetzt, ja. Weiß nicht, ob das alles so. Danke, danke, hab ich schon. Sprecht mit Maler. Das sollte doch irgendwo hier sein, oder? Ganz in der Nähe. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Ist das der Bruder? Nein. Ah, es freut mich, dass ihr es in einem Stück zurückgeschafft habt. Also, was habt ihr erfahren? Überhaupt irgendetwas? Was? Nun, das hört sich grässlich an. Allein der Gedanke, dass mein eigener Bruder zu so etwas fähig ist. Wir müssen schnell handeln. Habt ihr irgendwelche Beweise gefunden? Ich werde etwas Handfestes brauchen, wenn ich die Lalu-Handelsbarone überzeugen will, hier einzugreifen. Na ja, die Formel. Gut gemacht. Ich habe eine letzte Aufgabe für euch, falls ihr dazu bereit seid. Ich muss dies hier zum Handelsbaron und Ratsherrn Raivit bringen. Ihr übernachtet im Gasthaus von Balmora. Doch leider hat Bena viele Kontakte in der Stadt. Wenn er erfährt, dass ich mich mit Raivit treffe, wird er zu fliehen versuchen. Okay. Reist zum Retan-Herrenhaus und nehmt Bena fest. Sobald ich Raivit die Lage erklärt habe, wird er Lalu-Konstabler schicken, um meinen Bruder abzuholen. Nach all dem hier werde ich euch um nichts mehr bitten. Ich gebe euch mein Wort. Davon, dass die Leute, für deren Anstellung ich Tag und Nacht gearbeitet habe, als Futter für widerliche Experimente missbraucht wurden? Auf keinen Fall. Es ist widerwärtig. Warum hätte ich euch entsenden sollen, um herauszufinden, was vor sich geht, wenn ich es schon gewusst hätte? Ja, ich habe ihn angeworben, weil mein Bruder darauf bestand. Irgendwas von wegen wertvoller Bücher und Schriftrollen, die man im Schrein gefunden hat. Wir hatten vor, sie zu verkaufen, sobald Gavros sie übersetzt hat. Zumindest hatte ich das gedacht. Wartet. Gavros ist noch am Leben? Ich verstehe. Das ist, Pech. Pech. Doch ich schätze, das ist eben das Risiko, wenn man solche grässlichen Dinge zusammenbraut und unschuldige Minenarbeiter vergiftet. Nicht lange. Er neigt dazu, schnell zu handeln. Sobald ich die Lage erläutert habe, wird er keine Zeit verschwenden und Bena zum Verhör holen lassen. Es wird nicht lange dauern, das versichere ich euch. Ja. Er wird ihn bestrafen. Hart. Er wird auf jeden Fall seinen Anteil am Anwesen und an der Ebenerzmine verlieren. Vielleicht wird er sogar sein Leben lassen müssen. Auf jeden Fall muss ich nun die gesamte Last der Besitztümer meiner Familie schultern. Tja, tschüsschen. So, wie geht's weiter? Da. Such Bena. Jawohl, im Retan-Herrenhaus.
Da reiten wir aber mit dem Pferdchen hin. Oh, ein Netzbulle. Den machen wir aber nicht. Der ist lieb, der macht nichts. Behaupte ich. Mhm. Klappt das? Lalala. Bin ich hier in Sicherheit? Nein. Ach so. Ich würde einfach mal sagen, wer bist du? Oh, eine Assassine. Das letzte Teil des Rätsels. Zeit, die losen Enden zu verknüpfen. Hey. Schaff ich die? Ey, hau ab! Ach komm! Ey! Mann! Ist aber ein gutes Ding, weil ich mache eine kurze Pause und hier auf Nahrung und Aufnahme. Stopp! So. Na, erstmal das aus und dann bis gleich.